Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Selcross. Wir sind heute im Bringezu im wunderschönen Schloss Rheinbeck. Das familiengeführte Restaurant im südlichen Schleswig-Holstein überzeugt seit seiner Eröffnung im Jahr 2017 mit gehobener Küche, außergewöhnlichem Ambiente und persönlichem Service. Und da steht schon der Chef des Hauses. Moin Heiko. Ja, moin Dennis. Schön, dass du da bist. Danke. Wow, ich bin begeistert. Ihr habt hier eine traumhafte Kulisse. Sag mal, wann und wie seid ihr überhaupt eingezogen? 2017 haben wir hier den Zuschlag bekommen, Pächter zu werden im Schloss Rheinbeck. Ja. Und dann haben wir alles umgebaut, alles schick gemacht, modern gemacht. Ja. Genau, und dann haben wir eröffnet im Dezember 2017. Okay, jetzt musst du mir noch mal eben verraten, was hat das mit dem Namen Bringezu auf sich? Also Bringezu, genau, du hast auch ein Fragezeichen über dem Kopf. Ja. Und das hatten auch viele Gäste. Wir haben gesagt, Bringezu ist eigentlich ein passender Name für unser Restaurant. Mhm. Wir haben recherchiert, das kommt aus dem Mittelhochdeutschen, ja. Heißt Zusammensein, Zubringen. Ah, genau, also ein sehr passender Name für unser Restaurant. Okay, lass uns noch mal ein bisschen über deine Küche schnacken. Wie kochst du? Wir kochen frisch, wir kochen regional. Die Küche muss Spaß machen, das, was auf dem Teller ist, das muss einfach lecker sein. Und das ist unsere Küche. Wow, ich freue mich drauf. Wir beide haben heute ja auch noch etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen dein Lieblingsgericht kochen. So ist es, genau. Und alle Zutaten, die wir dafür brauchen, haben wir im Vorfeld schon eingekauft. Heiko, was kochen wir heute Schönes? Also, ich habe mir überlegt, ein schönes Lammkarree zu machen mit frischer Beete, frischen Kräutern, einen schönen Hummus unten drunter setzen. Mm. Ja, das ist die Idee. Das hört sich gut an. Was brauchen wir jetzt als erstes dafür? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Lammkarree an. Ja, so. Alles klar. Los geht's. Okay. Viel Spaß. Ja, danke. Ne? Vielen Dank. Gelingt, ne? Ja, danke. Top. Das sieht doch richtig gut aus, oder? Ja. Ja, top. Also ich koche seit Jahren damit. Es ist immer gut. Kannst du nichts mit falsch machen. So ein bisschen die Silberhaut ab, ne, wahrscheinlich. Und dann genau, Silberhaut ab, Knochen frei putzen. Ja. Kreuzkümmel. Kreuzkümmel, genau. Heiko, wofür brauchst du denn? Ja, da kommt ein bisschen was auf jeden Fall in den Hummus mit ran. Okay, an die ja. Kichererbsencreme. Genau. Das ist total lecker, ist auch für Chilis und Gulaschsuppe und so weiter echt ein gutes Allheilmittel. Die nehmen wir selber im Restaurant, wenn es schnell gehen muss. Ne? Ja. Schnell einen Kichererbsensalat oder einmal durch die Maschine lassen und dann hast du ganz schnell die Basis für einen schönen leckeren Hummus. Und spart ordentlich Zeit. Genau. Warum willst du eigentlich Süßkartoffeln nehmen? Das ist einfach eine raffinierte Beilage, ne? Das kann man gut machen. Die ist ganz easy. Da haben wir ja unser Olivenöl. Dann nehmen wir ein bisschen von dem Paprikagewürz und machen ein bisschen frische Kräuter dran und dann ab in den Ofen damit. Für alle Gerichte frische Kräuter, das macht einfach das aus. So. Nehmen wir mit. So, jetzt haben wir alles, Heiko, oder? Genau, wir haben alles. Kräuter, Lamm. Genau, der Hummus ist da. Das heißt, ab ins Auto den Spaß und ins Restaurant. Ab an den Herd. Wir kochen, jawohl. Die Zutaten stehen parat, jetzt kann es endlich losgehen. Wir haben schon gehört, es gibt heute Lammkarree mit Kräuterkruste. Aber Heiko, womit starten wir jetzt als allererstes? Also, meine Idee ist, wir fangen an mit dem Gemüse, weil das kann man schon wegputzen. Ja. Und genau, dann hat man die Basics schon mal im Topf. Sozusagen. Okay, also erstmal ein bisschen schnibbeln. Genau. Zwiebeln für die Soße wahrscheinlich, oder? Genau. Ja. Schalotten für die Soße, die musst du einfach nur grob schälen. Alles klar. So, für einen lockeren Start, genau. Okay. Dann haben wir noch bunte Beete. Genau, ich habe jetzt hier gelbe Beete. Ja. Genau. Die sieht doch sehr schön aus, die ist schön klein. Ne? Ja. Und die schäle ich jetzt einfach so ganz locker weg. Genau. Oh, eine richtig schöne Farbe. Ja, sieht gut aus. Super. Die Farbe wird noch besser, zeig ich dir gleich. Okay. Beim grünen Spargel, da müssen wir gar nicht so viel abmachen, oder? Beim grünen Spargel, dann nehmen wir nur hier unten das ab. Genau. Ja. Ansonsten musst du da gar nicht viel machen. Brauchen wir gar nicht schälen? Nein. Okay. Muss man nicht schälen. Wunderbar. Ja, dann mache ich mit den Zwiebeln jetzt erstmal weiter. Sag mal, wie bist du eigentlich zum Kochen gekommen, Heiko? Ja, da bin ich reingerutscht. Ne? Also ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, aus Wörlitz. Mhm. Da gibt es einen Park und dementsprechend natürlich viele Besucher und auch ein Hotel. Ja. Ne?
viele Hotels. Ja. Und dementsprechend, damals war die Möglichkeit nicht da und dann habe ich gesagt, alles klar, dann werde ich Koch. Hast du deine Ausbildung da gemacht? Oder? Ich habe da meine Ausbildung in meinem Heimatstadt gemacht, genau. Ja. Genau. Und es war, die ersten 3 Tage waren so gruselig, sage ich dir. Das war richtig, richtig alte Schule. Ja. Es war echt hart. Aber tatsächlich, ich wollte echt schon aufgeben nach 2 Tagen. Okay. Aber ich habe dann irgendwann Spaß dran gefunden. Ne? Ja. Nach dem 3. Tag bin ich nach Hause gekommen. Hey, ich glaube, es macht mir doch Spaß. Leidenschaft. Ich mach das. Ja, ich mach das. Ja. Schön. Okay. Ja. Hast du ein Lieblingsgericht? Oh, ich habe viele Lieblingsgerichte. Es muss einfach irgendwie Spaß machen. Ne? Es muss frisch sein, es muss lecker sein. Genau. Also es gibt da keinen richtigen Favoriten. Und jetzt sag mal, wer kocht denn zu Hause? Du oder Moni? Ich koche. Ja? Ja, ja. Zumindest momentan. Okay. Genau. So, gelbe Beete haben wir. Das ist Abfall? Ja. Genau. Hier machen wir ein bisschen den Abfall. Ich mache mit dem Spargel weiter. Ich nibbel das mal so ein bisschen vor. Sag mal, kochst du den Spargel vor oder können wir den so anschwitzen nachher in der Pfanne? Den schwitzen wir einfach so. Schwitzen wir so an. Genau. Ganz kurz. Letzter Step. Letzter Step. Einmal anschwitzen und dann geht der direkt auf den Teller. Genau. Ja, das ist jetzt ein bisschen mühsam, ne? Alles erstmal wegschnippeln. Ne? Ja. Aber dann geht es nachher umso schneller. Ja, den Knoblauch benutzen wir, wofür benutzt du den nachher? Fürs Lamm. Fürs Lamm, genau. Ganz klassisch. Genau, ganz klassisch. Einfach ein bisschen Knoblauch mit dran. Das gibt ein gutes Aroma. Okay. Genau. Den können wir auch fast so groß lassen, genau, nur so ein bisschen abschälen, weil, genau, den legen wir einfach nur ein bisschen an, dass das Aroma im Ofen durch den Knoblauch reingeht, genau. Jetzt sag mir doch mal mit der Süßkartoffel, also wenn wir noch mal zu der Beilage kommen, wie behandeln wir die, was machen wir jetzt mit der Süßkartoffel? Die Süßkartoffel, die habe ich jetzt schon mal so ein bisschen vorgewaschen, genau, wir müssen natürlich so ein bisschen die Stellen wegschneiden, die jetzt nicht so chico sind. Ja, also das heißt, die wird im Ganzen gegart? Geht jetzt die, so? Nee, die schneiden wir, also wir schneiden sie gleich in Spalten, okay. Also ähnlich wie Wedges. Okay. Ja? Da kann man ein bisschen gucken, welche Schnittart man hat, dass es ein bisschen nett aussieht. Mhm. Ja, das ist aber Schale bleibt dran? Schale lassen wir dran. Okay, ja, dann schneide ich jetzt einfach hier so ein bisschen... Genau, so ein bisschen die Stellen weg, ja. Aber die Schale auf jeden Fall dran lassen. Okay, genau. Dann geht das hier aufs Blech? Genau. Mit Olivenöl, Meersalz, ein paar frische Kräuter? Genau. Und so dann in den Ofen? 25 Minuten in den Ofen, ja. Genau. Ah, dann bereite ich das schon vor. So, ich schnippe mal meine Beete. Ich glaube, das passt schon langsam. Dann gehe ich mal zur roten Beete gleich über. Ja. Die rote Beete, die ist ein bisschen tricky, weil die färbt natürlich die Finger. Da müssen wir gleich mal ein paar Handschuhe raussuchen. Das wollen wir natürlich nicht, weil dann kann man sich zu Hause nicht blicken lassen. Wie hättest du die? Schau mal. So. So, ne? Stifte? Oh, so ist schon ganz gut. Ja? Ja. So, dass man so mit zwei... Genau. Okay. Und dann verteilen wir die einfach hier. Genau. Dann machen wir nachher ein bisschen Olivenöl, Salz, ein bisschen Pfeffer, Paprika. Mhm. Nach Lust und Laune. Okay. Kann man hier abwürzen. Heiko, jetzt kommen wir zum Highlight, zum Lamm mit der Kräuterkruste. Ja, sehr, sehr gut. Da haben wir hier noch die Silberhaut, richtig? Genau, das ist die Silberhaut, die muss auf jeden Fall ab, weil es wird sonst zäh. Ja. Und hier oben bei dem Knochen putzen wir auch ein bisschen frei, dass wir hier nur einen kleinen Streifen stehen haben. Okay. Genau, einfach für den Geschmack. Dann würde ich sagen, mache ich das und du kümmerst dich um die Kruste. Sehr gut. Was brauchen wir dafür? Für die Kruste brauche ich, hauptsächlich Thymian und Rosmarin. Okay. Genau. Gebe ich dir mal. Warum? Ich brauche aber, Erzähl. Ich brauche aber auch ein bisschen vom Lavendel und Petersilie nehme ich natürlich auch, ne? Ja. Genau. Hauptsache Kräuterkruste, das heißt viel frische Kräuter. Okay. Was macht deine Kruste so besonders oder warum machen wir überhaupt eine Kräuterkruste auf das Lamm? Ja, weil es einfach den Geschmack nochmal gibt, ne? Weil wir lassen das Lamm ja relativ natürlich und dann machen wir einfach noch einen raffinierten Part oben drauf. Mhm. Genau. Okay. Ich ziehe das jetzt hier mal so ab. Ja, ich starte auch mal ganz locker hier. Genau. Oh, da verliert man ja noch mal ganz schön viel, geht ja noch mal ganz schön viel weg vom Lamm. Genau, ich gebe dir mal eine Schüssel hierher, weil das heben wir unbedingt auf. Das heben wir unbedingt auf, weil wir da einen kleinen Soßenansatz für die Soße. Genau, genau. Gut.
genau. Was haben wir noch so in deiner Kruste? Die ganzen Kräuter und was kommt noch dazu? Genau, ich mache die Kräuter, die schneide ich jetzt hier ein bisschen klein. Dann mische ich das Ganze, also das zerhäcksel ich dann. Und das Ganze mische ich dann mit Semmelbrösel. Also einfach ganz normales Semmelmehl. Genau. Und genau, dann machen wir das nachher auf das Lamm drauf. Das Lamm kriegt eine leichte, das wird angebraten. Salz, Pfeffer, ein bisschen vom Senf. Kann ich schon im Vorfeld drauf machen? Nee, Senf machen wir erst nach dem Braten drauf. Ja. Genau. Und das Ganze wird dann sozusagen oben drauf gepackt. Okay. Ja. So, Heiko, ich drehe jetzt das Fleisch um. Hat jetzt hier ordentlich Farbe bekommen. 2 Minuten circa. Oh, schau mal. Sieht das sehr gut aus. Sieht doch richtig gut aus. Ja. Und dann machen wir da gleich die Kruste drauf, oder? Genau. Ich lege das jetzt mal rüber. Oh, das sieht so aus. Aber sag mal, wie hält denn eigentlich die Kruste da drauf jetzt? Also, ich bestreiche das einfach mit ein bisschen Senf. Ah, okay, ja. Also einfach hier unten mit ein bisschen Senf bestreichen. Dann haben wir ein bisschen Honig. Ja. Und das Ganze dann, diese Semmelbrösel-Kräutermischung, die drücken wir dann so ein bisschen an. Honig machst du einfach so drüber? Honig einfach drüber, genau. Ja. Cool. So, ich verstreiche das mal mit. Ja, perfekt. Achso, und dadurch hält natürlich dann auch die Kruste besser. Genau, dadurch hält die Kruste. Sie backt, ja. Dann drücken wir das hier so ein bisschen an. Genau. Wunderbar. Sehr schön. Wie lange kommt das Lamm jetzt gleich in den Ofen? Ich mache die andere Kruste. Ja, also das Lamm kommt circa bei 180 Grad 15 Minuten in den Ofen. Okay. Und wer einen Kerntemperaturkühler zu Hause hat, dann empfehle ich immer so, wenn man es schön rosa haben möchte, bei 50 bis 55 Grad im Kern zu schieben. So, Heiko, jetzt kommen wir zum Lamm. Hä? Ja. Und dann richten wir an. Wie Sie sehen, konnten wir nicht alle Beilagen erklären. Deswegen haben wir das Ganze nochmal unter www.hamburg1.de zusammengefasst. Heiko, jetzt habe ich nochmal eine ganz private Frage. Ja. Sag mal, du und deine Frau, Moni, ihr arbeitet beide hier im Restaurant zusammen. Genau. Wie funktioniert das? Es funktioniert sehr gut. Wir gehen morgens immer laufen, organisieren den Laden natürlich und die Familie. Und dadurch stimmen wir uns natürlich prima ab. Okay. Und wir teilen es echt gut rein. Moni macht den Service. Mhm. Ich organisiere Küche und Veranstaltungsmanagement. Und so funktioniert das sehr gut. Ja. Schön. Noch ein bisschen Soße, glaube ich, oder? Was fehlt uns noch? Genau. Einmal die Schalotten. Ja. Die haben wir ja so ein bisschen einreduziert. Genau. Okay. Die kommen jetzt hier einfach so ein bisschen drüber, so ein bisschen wild. Okay. Genau. Und dann machen wir noch ein bisschen Kräuter oben drauf und dann? Dann ist der Teller fertig. So. Perfekt. Das sieht doch richtig lecker aus. Ja, sehr schön geboren. Unser Gericht, Lammkarree mit Kräuterkruste. Wie gesagt, das ganze Rezept finden Sie auch noch unter www.hamburg1.de. Heiko, wir lassen es uns jetzt richtig schmecken. Ja, das wird richtig lecker. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Präsentiert von Seelkross.